Aber deshalb hat er letztes Mal einfach meinen Kack verkackt. Der hat einen Stealth-Boy dabei. Okay, bin der Lügner. So, mach mal meine ganzen Kerle nackig, was ich jetzt nicht schwul anhören soll. Los. Ja, wir stecken einfach mal alles ein, bis wir nicht mehr laufen können. Hat sich auch fast komisch angehört jetzt, oder? Das hat sich komisch angehört. Oh, ich bin zu fett. Klasse. Ah, guck mal. Da kann ich schon reparieren, was das Zeug hält. Do. So. Kennt ihr so Leute, die mit dem Kopf wackeln, wenn sie erzählen? Ja, gut. Die sind schlimm, gell? Ja, das sind die Schlimmsten, ich weiß. Da unten ist der Joe Kack-Cop. Und das waren die beiden Schläger. Ja, Hackebeil. Bin ich natürlich am Start. Alles nehmen. So. Und ist niemand von uns gestorben? Leute, ich bin entrüstet. Ich bin begeistert. Und sonst hat keiner was zu sagen. Boah, es war ein guter Kampf, aber wir gehen einfach jetzt in unsere Häuser und leben unser Leben weiter, weil wir knallharte Schweinekämpfer sind. Er hat ja gemeint, dass sie Kämpfernaturen sind. Also von daher weiß ich natürlich auch nicht, was ich da erwartet habe. Geil. Ich möchte sofort diesen Cowboy-Hut tragen. Nee, Baseballmütze, Cowboy-Hut, gucken wir mal kurz. Ja, hervorragend. Das bin ich im wahren Leben. Seht ihr das? Ich habe meinen Cowboy-Hut vorhin ausgezogen, aber sonst habe ich immer einen an, überall auf dem Klo. Aber heute nicht. In den Spielanstellungen können sie... Hey! Hey, Chet! Was für ein Kampf! Hoffentlich fällt uns das später nicht auf den Kopf. Natürlich doch. Egal. Also, lass mal schauen. Zwei Baseballschläger wieder. Ich bin ein Sack. Egal. Ich würde sagen, das Messer... Moment, wie viel bringen die Baseballschläger? Sind fett. Ja, die Baseballschläger. Oh, die sind richtig fett. Das Messer verkaufen wir. Das Hackebein natürlich auch. Den einen Baseballschläger behalten wir, um den anderen damit zu reparieren. Ja. Denn, ja. Weg damit, weg damit. Man muss auch manchmal einfach durchgreifen, wisst ihr? Ein weiterer zufriedener Kunde. Habt ihr gesehen, wie viel Geld ich schon habe? Über 1000? Ich bin voll der reiche Schnösel. Ach, ich wider mich an. Ich muss jetzt noch irgendwie aus einer Toilette trinken. Ah, ist das ein Übergang? Ist das ein Übergang? Ich weiß auch nicht. Das ist schon ein guter Übergang. Toilette? Toilette? Wo ist die Toilette? Wie sieht's aus? Ja, speichern wäre eigentlich mal eine angebrachte Idee, ja? So. Ja, das war irgendwie voll locker, ne? Also, oh. Oh, Moment mal. Moment mal. Wenn die Cheyenne hier steht. Was liegt da? Was liegt da? Was liegt da? Druckkopf. Da habe ich doch dahin geschmissen. Falls ich später zu fett bin, muss ich nur noch einen Druckkochtopf wegschmeißen. Wo ist die alt? Scheiße, nicht, dass die gestorben ist, die Sissy oder wie sie heißt. Ich guck kurz in den Saloon, nur für alle Fälle. Ich will eh kurz mit den Leuten sprechen. Stimme läuft noch? Läuft. Ich bin ein bisschen angeschlagen, was das angeht mit dieser Stimme, mit meiner Stimme, weil, also nicht meine Stimme, sondern das Programm. Aber deshalb hat er letztes Mal einfach meinen Kack verkackt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, das ist klar. Wenn die Kacke verkackt ist, dann ist es ganz schnell eklig. Ganz schnell eklig. Cheyenne! Ah ja, da ist er. Jetzt sollten diese Pulverbanditen wissen, dass sie zukünftig lieber einen Bogen um Good Springs machen. Ich muss nach Brim! Können Sie mir eine Route empfehlen? Warum muss ich nach Brim? Ach so, ja, da sind die Deppen hin, ne? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Brim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. R&K-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit? Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meint... Da war ich schon drin. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ein Magazin über Dietriche? Na, ist mir alles klar. Eigentlich habe ich diesen Safe bereits geknackt. Oh, tja, dann behalten Sie den Kram, den ich Ihnen gegeben habe. Wird Ihnen mehr nützen als mir. Komm, wie, ne? Das ging, wie ehrlich ich bin. So, verdammte Kacke. Sicher. Was möchten Sie denn wissen?
Ich möchte wissen, welche anderen Städte es hier noch in der Nähe gibt. Südöstlich von hier ist Prim. Kann man kaum verfehlen, weil sie eine Achterbahn mitten in der Stadt haben. Dort gibt es auch einen RMK-Außenposten. Wenn man der Straße nach Norden folgt, kommt man nach Sloan und Quarry Junction. Die bauen da Fels oder so ab, haben aber wohl in letzter Zeit Ärger. Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Gibt da ein paar Viecher, die es nicht mögen, wenn man auf sie schießt. Was für Viecher gibt es denn da draußen? Hier in der Gegend gibt es Geckos und Kojoten, die in großen Rudeln ziemlich gefährlich sind. Ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Die Geckos sind nicht sehr zäh, beißen aber kräftig zu. Draußen im Ödland gibt es wohl noch größere, fiesere Varianten. Doch gesehen habe ich die nie. Bleiben Sie auf den Straßen und halten Sie sich von den Hügeln nördlich von Good Springs fern. Die Viecher sind da groß und giftig. Groß und giftig? Sehr gut. Hört sich nach Spaß an. Ein Kram haben wir doch schon erklärt bekommen. Die Republik Neukalifornien. Ein Haufen Siedler und Soldaten aus dem Westen, die sich Nevada unter den Nagel reißen wollen. Die können manchmal ganz schön penetrant sein, aber ihretwegen sind die Straßen sicherer. Also lasse ich es meistens durchgehen. Nicht, dass ich groß die Wahl hätte. Ich wollte gerade sagen, bin die Sunny, ich stehe vor so einer Armee. Nein! Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Was machen Sie hier? Größtenteils jage ich Geckos. Das Fleisch ist ziemlich gut und es gibt immer Abnehmer für die Häute. Ich halte auch Red-Skorpione und Kojoten vom Dorf fern. Gibt nicht viele Leute in Good Springs. Deswegen verirren sich immer wieder Wildtiere hierher. Gut, okay. Ich gehe. Trudel, hast du noch was zu sagen? Ich will noch mal kurz Geld, einfach so aus Spaß. Los. Gut, dass das alles gelaufen ist. Mir ist es lieber, wenn es in Good Springs schön ruhig ist. Okay, gut, ich verpiss mich. Also, Leute, wir haben es soweit geschafft. Ja, hier in Good Springs waren wir fett unterwegs und haben ordentlich den Banditen auf die Fresse gehauen und haben ihre Eier eingeschlagen und alles auf einmal. Und jetzt gucken wir mal. Wegen Quests. Also, Leute, ich habe gerade eben bestimmt eine Stunde lang weggeschnitten. Ich würde mich jetzt am liebsten gerade umbringen. Ich muss jetzt nochmal was neu machen. Ich habe vorhin den Fail gemacht. Ich will ihn aber nicht verraten, weil es so peinlich ist. So, also wir gehen jetzt. Keine Sorge, ich bin nicht weit gekommen. Ich habe stundenlang irgendeinen Scheiß gemacht. Also ungefähr eine Stunde. Nee, keine Stunde, aber mindestens eine halbe. Die Kamera ist wahrscheinlich gleich voll. Ich raste gleich aus. Egal. Cool bleiben, cool bleiben. So. Wir wählen die nächste Aufgabe aus. Ihr könnt ja dann, wie gesagt, nochmal sagen, wegen den Erweiterungen, wann ich die machen soll. Ab Level 10, 20, jetzt direkt irgendwie gegen Ende des Spiels, was weiß ich. Ich habe jetzt ausgewählt die Übung, ne? Wir wollen die Leute finden, nach Prim rennen. Ich lese euch nochmal vor. Hier. Beim Betreiber des Mojave Express in Prim Informationen über den Lieferauftrag einholen und die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten. Da sind sie lang, heißt die Quest. Aber hier hinten sind diese zwei nicht ausgefüllten Dreiecke, zu denen wir hinschlappen. Das habe ich vorhin auch gemacht. Ich verrate euch gleich, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ist es gleich soweit? Oh Gott. Oh Gott. Komm, der verkackten Wölfe. Das sind Wölfe. Also vorher waren da drei Wölfe. Bis dahin bin ich gekommen. Ich raste aus. Echt, ich raste aus. Die Zeit ist so knapp. Wisst ihr, das ist der Scheiß. Ihr wisst, ich habe nie Zeit. Ich habe nie Zeit. Und jetzt will ich was aufnehmen. Das habe ich bestimmt. Vorhin habe ich auch ein Stück wegschneiden müssen. Wahrscheinlich eine Stunde lang ist jetzt im Sand verlaufen. Und ich habe hier auf Eigenarten bearbeiten gedrückt, weil ich ja so behindert aussehe. Dann wurde alles zurückgesetzt. Reise fortsetzen. Nein, ich sehe also jetzt einfach behindert aus. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte im Pip-Boy können Sie diese direkt aufsuchen. Ich habe mir so einen coolen gemacht. So richtig mit Bart und sowas. So ein bisschen wie ich. Aber, und jetzt hört mir zu. Komm mal her. Kampfgeschrei. So. Hey, Papa Wolf. Zack! Ne, und dann war ich zurückgesetzt auf Level, auf irgendein Level und dann aber, ich dachte, ich wurde zurückgesetzt. Und hab die Level dann behindert verteilt, sodass es total scheiße ist. Wie kann ich nochmal Viecher hochheben, Sachen rumtragen? Hier, ne? Ah ja. Komm mal her, Wolfi, komm mal mit. So. Ich muss doch dein Wolfsbaby ausrauben, bitte. Lass es mich ausrauben. So. Okay. Ja, und dann wurden alle meine Attribute weggemacht, die ich am Anfang getroffen habe. Da wart ihr dabei, als ich die getroffen habe. Deswegen, die sollen ja schön so bleiben. Wow. Wir gehen mal in die Höhle rein, ne? Ja, komm, wir gehen in die Höhle rein. So, was ist denn hier in der Good Springs Höhle zu finden? Mit dem extra Scharfschütze wird ihre Chance im Ich lese die Sache nicht mehr vor, es geht jetzt zu schnell. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist es blöd mit dem scheiß Licht hier, ich sehe nicht zu viel.
Hallo? Bin ich hier richtig? Ein Wolf. Komm her, Wolfi. Ich nehme übrigens den Stock, das habe ich vorhin auch noch gesagt, in der Szene, die ich weggeschnitten habe, dass ich den, weil ich ein bisschen kämpfen will, das ist für euch bestimmt auch cool, zuzugucken, wie, also mit der Hand. Gott, hört sich das schwul an. Ihr wisst, was ich meine. Was war denn das? Ist Zeug von oben runtergefallen, oder was? Ah, komm, hier kann ich trinken. Oh. Hallo? How can I help ya? Hey, Wolfs! Wie kann ich in euch jetzt helfen, du? Hey, halt mal auf, meine Rüstung kaputt zu machen, gell? Bam, 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 bam. Dann geht's noch in Zeitlupe, der Mama-Wolf totschlagen. Bam! Ja, komm her! Achso, schon tot. Ah, die armen Wölfe. Ich hätte doch totschießen sollen, das geht schneller, wisch. Wer jault denn da rum? In meinem Regiment wird nichts gejault, nicht gejault. Aha. Aha. Moment, mal kurz gucken. Vor allem ducken, bei sowas kriegt man immer ein bisschen Schiss, wisch, weil man hört Geräusche und denkt sich, was ist denn da los? Gut. Gut, gut, gut. Was hat sie dabei? Ein Magazin. Einen Kreuzschlüssel. Grandgurkin. Udlina Redfood. Okay, gut, ich darf nicht so übertreiben. Wow, er hat voll die Sachen dabei. Nimm ich mit, Jung. Und ein Seesack. Stromleiter, medizinisches Klemmbrett. Hülse, ja, ein Finanzklemmbrett. Wie geil, ich möchte ein Finanzklemmbrett nach dem Wolf schmeißen. Ja, jetzt habe ich meine Laserpistole schon reparieren können. Auch noch, also jetzt nochmal für euch, dass ihr, also, ich kann auch Sachen reparieren, ja. Nicht, dass ihr denkt, was macht der denn da die ganze Zeit? Warum? Warum ist der so cool auf einmal? Tja, ich weiß auch nicht, warum ich so cool bin. Das wird an meiner Coolness liegen. Ja, Druckkochtopf. Mit der Kacke. Wir schauen mal kurz nach der Durstanzeige. Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesoffen. 3? Jawohl! Ich weiß nicht, wie das hier schwer werden soll, dass man nicht verdrinkt. Dass man nicht dehydriert, weil es gibt ja immer irgendwelche Wasserquellen. Selbst wenn die ein bisschen verstrahlt sind. Das ist ja nicht so tragisch. Wie im wahren Leben. Fukushima und so, welch? Naja. Raus mit uns. So. Hallo, hallo? Well, hello, how can I help you? Da drüben ist noch ein Punkt. Also gucken, jetzt seht ihr. Der Punkt ist jetzt nicht mehr. Der ist jetzt ausgefüllt, das Dreieck. Und das da hinten ist noch nicht ausgefüllt, denn da war ich ja noch nicht. Und hier bei Fallout kann man immer diese Berge hochklettern. Wie auch bei Skyrim und einigen Spielen, die eben auch von Bethesda sind, ne? Die haben immer so coole Sachen. Bei allen Spielen, wo man auf Y springt, auf die Konsole, auf die Xbox. Da, das sind die guten Spiele. Moment mal. Was war das? Was gehört? I think that is somebody. Hat der hier an jemand geschossen gerade? Ich habe diese Brockblume mit. Diese Brockenblume. Wir gehen mal vorsichtig da runter. Das sieht aus wie ein Krater. I think it is a crater. Look at this. Hallo? Der Devil's Gullet. Okay. Also bis jetzt nicht sehr tragisch, wie ich finde. Da unten ist niemand. Ich kick kurz den Kojoten da. Aber ich sneake. I'm a sneaky bastard. Oh oh. Ja, komm mal hier, ja. Oh, ja. Aus nächster Nähe. Da hinten sind noch mehr. Gesprungen, mal eben geguckt. Okay, da habe ich jetzt keinen Bock hinzurennen. Guckt euch das an. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.